Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Sarajevo-Mission von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Und ich habe noch mal eine Nacht drüber geschlafen, noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin jetzt auch für mich selbst zum Schluss gekommen, wir spielen jetzt einfach auf normal weiter. Und je nachdem, was ihr sagt jetzt beim Video, also das Video ist noch nicht draußen, wo ich um eure Meinung gefragt habe, aber keine Sorge, ich umgehe euch nicht, sollte die Meinung sehr groß sein, dass ich auf sehr schwer spielen sollte, beziehungsweise sollten sehr, sehr viele sich wünschen, dass wir das trotzdem auf sehr schwer machen, dann können wir wirklich eine optionale Challenge draus machen, entweder nochmal extra Videos oder in einem Livestream oder sowas zu versuchen, die möglichst viele Missionen auf sehr schwer zu schaffen oder sowas. Also das lässt sich alles nachholen, aber ich bin für mich einfach zum Entschluss gekommen, dass es für den Spielfluss, für ein gewöhnliches Let's Play, wie ich es jetzt machen will, einfach besser ist, jetzt nicht an jeder Mission 2 bis 3 Stunden zu hängen, weil wir ewig oft Save scammen und ewig oft neu laden müssen, weil die Missionen stellenweise schon wirklich ziemlich hart sind, zumindest für jemanden wie mich, der jetzt seit 10 Jahren die Mission nicht angeschaut hat und jetzt nicht in- und auswendig kennt. Natürlich gibt es jetzt viele Leute, die wahrscheinlich hergehen und sagen, boah, ist doch total easy, wenn man XYZ macht. Ja, es ist wie mit Mathematik, ne? Wenn du es mal weißt und dahinter stehst, dann ist es plötzlich ziemlich einfach, aber der Weg dorthin ist das Problem und den Weg habe ich halt eben noch nicht bestritten. Deshalb gehen wir jetzt auf normal bei Sarajevo und spielen die Mission so, sagen wir es mal so, wie es von den Entwicklern gedacht war, ohne jetzt diese Hardcore-Challenge zu haben. Okay, ab geht's. Ich weiß Bescheid. Ich nehme mal sehr, sehr stark an, das ist zumindest meine Vermutung, ohne dass jetzt Leute schon was geschrieben haben. Wie gesagt, ich nehme ja ein bisschen im Voraus auf. Und ich glaube, eine der Keypoints, einer der Hauptgründe, warum ich noch struggle, auch gerade vor allem auf schwer ist, ich muss wahrscheinlich aggressiver spielen. Ist halt auch so, es geht ein bisschen gegen meinen Spielstil, weil für gewöhnlich, gerade bei Command & Conquer spielen in der Kampagne, baue ich mich erstmal auf und schaue, dass die ganze Logistik stimmt und dann fange ich an anzugreifen. Aber ich glaube, hier muss man sehr, sehr früh anfangen, den Gegner aktiv zu behaken. Und zu schwächen. Im Idealfall schon die Base ein bisschen immer wieder anzugreifen mit Nadelstichangriffen irgendeiner Art. Weil einfach nur defensiv zu spielen, wir sehen ja, wie wir überrannt werden im Laufe der Zeit. Also die KI überrennt uns schon alleine dadurch, dass die einfach auf schwer diesen Ressourcenmultiplikator hat und einfach nur selbst mit, wahrscheinlich mit einer Raffinerie mehr reinpumpt als wir mit dreien. Ich lasse jetzt aber echt mal bei einer Raffinerie, apropos. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption wird gebaut. Unsere Befehle bereit. Bau abgeschlossen. Hat nicht sein, dass ich jetzt übelst hier auf Adrenalin hochgepumpt die Mission jetzt spiele, obwohl sie auf normal ist und das jetzt vielleicht doch. Ja, ich möchte jetzt gebaut. Nicht im Vorfeld hergehen und sagen, boah, das mache ich jetzt easy peasy. Hä, ich vorsichtig mit. Ich habe jetzt diese Mutanten mit der letzten auch noch gar nicht besetzt. Ich war einfach vor lauter Stress gar nicht in der Lage, das so richtig mir anzugucken. Infanterietrupp. Raketentrupp einsatzbereit. Völlige Überlegen. Jawohl. Raketentrupp einsatzbereit. So, der Sammler hat seinen Spaß. Wunderbar. Einheit wird angegriffen. Auf zur Front. Nee, danke. Haben Sie die kommen mal alle weg. Bau abgeschlossen. Waffenkammer. Neue Bauoptionen. Womit machen wir weiter? Ich hätte gerne das Arsenal für Scharfschützen. Ausbildung. Ich hätte gerne meine Mammutpanzer. Mein Mammutpanzer und meine BMTs mit den Scharfschützen drin, bitte, danke. Meine Befehle. BMT abgeschlossen. Neue Bauoption. BMT einsatzbereit. Warten auf Einsatzbefehl. So, dann hätte ich gerne Ausbildung. Relativ früh ein Landvermesser und würde anfangen, mich auszubauen. Weiter okay. In den Norden. Na gut, der Norden, da war jetzt erstmal nur mit Infanterie übersät und wenn ich da die BMTs vorbeischicke, sollte das halbwegs gehen. BMT erwarten Befehle. Melden uns zum BMT Dienst. Einsatzbereit. Treffpunkt bestätigt. Wir wären dann soweit. Ja, Sir. Wo werden wir gebraucht? Sind bereit. Unsere Befehle. So, die kommt mit hier rüber. Stehen bereit. Was sehen Sie? Nehmen neue Positionen ein. Nummer 2. BMT, wie ist der Plan? Hier kommt mit hier hoch. Panzer. Ja, nur ein Sammler sammelt halt extrem langsam, aber solange der hier sammelt, kann er wenigstens nachhaltig sammeln. Sobald ich hier mit 2 und 3 runterpumpe und die Sammler nicht früh genug abziehe,
Wir haben es ja gesehen, dann ist die Stelle einfach erschöpft und wir kriegen nichts mehr rein. Das ist echt eklig. Operation läuft. Haltet durch. Bereit für unterwegs. Wir machen mal einen Save, aber aktuell fühle ich mich halbwegs sicher hier. Neues Bonusziel. Mhm. Unterwegs. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh, ich habe in eins der Dinger Raketentrupps reingetan. Das war jetzt weniger der Plan. Aber gut, okay, können wir mal so lassen. Ist in Ordnung. Nieder mit ihnen. Unterwegs. Okay, das kriegen wir so weit hin. Alles wunderbar. Unsere Befehle? Wir rücken vor. Wir haben Kontakt, Sir. Dann fahren wir es noch nicht so weit. Ich hab doch einen bestellt. Ach, da. Auf Empfang. Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht? Abgebrochen. Was sehen Sie? Es kann losgehen. Commander? BMT, wie ist der Plan? Truppentransporter. So. Commander? Feindliche Einheiten in Sicht. Nein, danke. Sehr gut. Dann hätte ich so schnell es geht meine zweite Raffinerie, bitte, danke. Ich glaube, dann könnte man wirklich von hier aus schon einfach reinstoßen und sich gar nicht um den zweiten Expansionspunkt kümmern, um im Idealfall schon Schaden anzurichten, ne? Weil solange das der Fall ist, ich glaube, das könnte eher da so, statt zu versuchen, auf beiden Punkten zu expandieren, einfach hergehen, an einem Punkt expandieren und weiter durchbrechen. Dann nehmen wir natürlich auch gleich den Punkt mit dem Bonusziel. Bietet sich zumindest ganz gut an. Sie wünschen freundlichen Stützpunkt in Sicht. Commander. BMT, wie ist der Plan? BMT erwartet. Stellung halten, bitte. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Sehen wir uns mal um. Ach du Scheiße. Bereit für Angriff. Feuer! Ziel bestätigt. Operation läuft. Okay. Commander, einsatzbereit. Knappe Kiste, knappe Kiste. BMT, wie ist der Plan? Zeigen wir sie. Immer noch knappe Kiste, das Ding ist noch nicht geschaukelt. Shit. Wir haben Kontakt, Sir, unterwegs. Jetzt haut doch endlich mal ab. Feuer! Nein, nein, nein. Oh, mach doch nicht so einen großen Wendekreis. Nein. Unterwegs. Oh, jetzt hör doch mal auf. Sag mal. Es muss nicht so spannend sein. Transporter. Operation läuft. BMT einsatzbereit. Es kann losgehen. BMT erwartet Befehle. Feuer! Feindliche Einheiten in Sicht. Oh, shit. Shit. Shit! Unterwegs! Nein! Nähern uns Ziel! Unterwegs! BMT, wie ist der Plan? BMT erwartet Befehle! Gruppentransporter! Bau unterbrochen! Wir brauchen einen neuen Vermesser! Haltet durch! Nähern uns Ziel! Hier kommt BMT erwartet Befehle! Nein. Shit! Ich dachte, ich krieg die jetzt nochmal zurück. Okay, komm. Wir gehen mal zurück. Wir holen uns eine kritischere Masse. Alles klar. Unsere Befehle. BMT erwartet Befehle. Nein, nein! Ach komm! Okay, es war eh die mit dem Raketentrupps, aber egal, trotzdem. Unterwegs. Ja, ich hätte jetzt auch noch ein paar Truppen mit hochziehen können, aber ich möchte hier trotzdem ein bisschen was auf Bereitschaft halten. Ihr habt ja gesehen, was da immer kommt. Boah, es ist halt schon arg wenig, was wir haben. Es wäre jetzt schon echt schön, wenn wir die zweite Raffinerie am Laufen haben, aber nö. Ausbildung. BMT erwartet Befehle. Commander, unterwegs. Wir wollen jetzt 4 BMTs mit Snipern. Ja, das sind ja wirklich ähnlich viel wie auf normal. Habe ich wirklich umgestellt? Völlige Überlegenheit.
Alter, was ist denn... Was ist denn das? Ich bin ganz froh, wenn das hier normal ist, dann bin ich froh, dass ich... ich habe zum Glück einmal gespeichert, immerhin. Wenn das hier normal ist, dann bin ich froh, dass ich zurückgestellt habe, weil das ist ja schon wirklich die Spur an... haarscharf, die mir ausreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Unsere Basis wird angegriffen. Unterwegs. Einheit verloren. Wir kommen. Commander? Operation läuft. Unterwegs. BMT, wie ist der Plan? Es kann losgehen. Ziel bestätigt. Macht sie zu. Du darfst... Schießt sie mal auf die Raketenschützen, bitte? Ja, super. Dankeschön. Zurück, bitte. Da müssen wir erstmal verteidigen. Hier kommt dann jetzt gleich der zweite Mammutpanzer dazu. Sieht so aus, als werden wir jetzt die extra Feuerkraft hier brauchen. Schafft er wirklich das nicht. Ausbildung. Unzureichende. Ich würde gerne nochmal eins Feuer laden. Als der Landvermesser. Jetzt müssen wir schon wieder selbst scammen, obwohl die... Also, was ist denn mit dieser Mission verkehrt? Irgendwas ist anders. Ich habe das Spiel nicht so schwer in Erinnerung. Irgendwas muss an der Version, die ich spiele, anders sein. Ohne Scheiß. Ich habe damals nicht so gestruggelt mit dem Spiel. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals jetzt vor 10 bis 15 Jahren besser gespielt habe. Halt, stopp. Wir sammeln uns jetzt schön, bevor wir irgendwas machen. Ich habe nicht die Ressourcen für irgendwelche Shenanigans. Nähern uns Ziel. Auf zur Front. Erwarten Befehle. Es kann losgehen. Sie wünschen, Commander. BMT erwartet. Sie wünschen. Commander. BMT erwartet Befehle. Transporter. Wir kommen. Es kann losgehen. Predator kampfbereit. Ziel bestätigt. Predator. Panzerdivision ausfällt. Völlige Überlegenheit. Bereit. Einheit wird angegriffen. Oh nein. Okay. Gruppentransporter. Nähern uns Ziel. Haltet durch. Waffen klar machen. Zum Angriff. BMT, wie ist der Plan? Bau abgeschlossen. Okay, Raffinerie steht. BMT erwartet Befehle. Ja, drei Stück sind eine ganz gute Zahl. Eine mit Raketen von mir aus, und eine kleine Absicherung, falls Fahrzeuge dabei sind. BMT erwartet Befehle. Habe ich den Ingenieur schon gebaut? Nee, noch nicht. Wir haben Kontakt, Sir. Unterwegs. Unterwegs. Mal sehen, was da los ist. Feindliche Einheiten in sich. Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht, Commander? Landvermesser. Ich hoffe, ihr werdet schnell befördert, Boys. Alles klar. Nur die Ruhe. Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht? Unzureichende Mittel. Okay, dann brauchen wir eine Art Strike Force, um hier von der Seite zuzuschlagen. Sobald dann das Geld fließt. Mit einer zweiten Raffinerie wird es um einiges besser werden. Vor allem, wenn die mich jetzt permanent noch versorgen können. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Scharfschützenteam, wo werden wir gebrauchen? Läuft noch. Gruppentransporter. Wird gebaut. BMT erwartet Befehle. Es kann losgehen. Bau abgeschlossen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Einheit befördert. Okay. Haben wir schon mal einen Start. Dann hätte ich hier trotz allem gerne dann auch noch eine Waffenfabrik. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Das passt soweit.
Bau abgeschlossen. Stimmt, die Waffenfabrik. BMT erwartet Befehle. BMT, wie ist der Plan? Unterwegs, Transporter. So wie die, die Attentäter da immer angerannt kommen. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich immer an diese Schreitypen da von Sirius Sam erinnert. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Gefechtsstand. Wird gebaut. Ja, jetzt können wir mal loslegen hier. Ausbildung. Dann mache ich jetzt hier oben auch mal ein paar Panzer. Feindliche Einheiten in Sicht. Und hier unten Ausbildung. Auch kommen. Wir können immer ein paar Panzer gebrauchen gerade. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Zu wenig Energie. Neue Geil. Operationen. Wird gebaut. Zu wenig Energie können wir auch immer gebrauchen, habe ich gehört. Angriff läuft. Ziel bestätigt. BMT erwartet Befehle. Wie ist haltet durch. Ich habe auch das Gefühl, dass die Gegner schwächer. Ich glaube, die Gegner kriegen auch Kampfwerte-Buffs. Kann das sein? Unterwegs. Zumindest läuft das mit Infanterie-Clearen auch besser als letztes Mal. Und das ist schon mit nur 3 BMTs. Ich hatte letztens 4 und damit war das schon problematisch. Einheit wird angegriffen. Predator bereit. Das läuft noch easy. Wird gebaut. Predators sind zu wenig für den Obelisken, aber die können da schön finishen, wenn der schon angeschlagen ist, wenn wir das mit dem Mammut gemacht haben. Feindliche Einheiten in sich. Haltet durch, erst mal losgehen. Erwarten Befehle. Zumindest wenn wir jetzt die Firehawks dann noch einsetzen. Panzerdivision. Mammutpanzer. Unbesiegbar. Okay. Dann nehmen wir uns mal die Mutantennöte ein, würde ich sagen. Und dann brechen wir hier oben durch. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wer schleicht sich denn hier? Wer schleicht denn so spät durch Nacht und Wind hier wieder? Ey, Wahnsinn. Das ist echt clever von der KI, solche Nummern zu machen. So hintenrum, gut, okay, Infanterie durch Siberienfeld ist eine Sache, aber wie die wirklich den Sammler flankieren wollen, das ist echt clever. BMT, wie ist der Plan, Transporter? BMT, wie ist der Plan? Okay. Neue Bauoption. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. So, jetzt haben wir auch noch ein paar Panzer für den Fall. Genau für solche Fälle. Bau abgeschlossen. Ist das durchaus nützlich. Dankeschön. Sie haben keine Chance. Wir greifen an. Transporter. Zeigen wir sie. Ausbildung. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Gut. Das sieht doch schon mal besser aus. Gut. Okay. Einheit wird angegriffen. Pass auf, am Ende habe ich einfach vergessen umzustellen, weil ich bemerke jetzt, ich weiß nicht, auf der einen Seite habe ich so das Gefühl, dass die an Gegnermassen sind es etwa die gleichen, aber ich habe das Gefühl, sie sind schwächer. Das kann mir auch nur so vorkommen. Ey, ganz bitte. Und dann werden wir hier oben noch eine schöne Menge an Predators machen. Sind bereit. Wir machen einfach nur genug Predators, dann gehen wir auch, kommen auch durch die Obelisken durch. Feindliche Einheiten in Sicht. Es kann losgehen. Halten Sie die Stellung! Es kann losgehen. Gruppentransporter.
Unterstützung. BMT einsatzbereit. Was sehen Sie? Scanne neues Gebiet. An die Arbeit. Unsere Befehle? Scharfschützenteam bereit. Scharfschützenteam. Predator bereit. Die Raketenschützen halten da echt lange. BMT erwartet Befehle. Wen sollen wir neutralisieren? So. Alles sämtliche Einheiten in Sicht. Bin unterwegs. Einheit wird angegriffen. Das waren Gegner, hoffe ich, oder? Panzerdivision. Das sind jetzt nicht meine eigenen Panzer gerade reingegietet. Es kann losgehen. Oh mein Gott. Einheit gefährdet. Befehle. Haben Sie Befehle? Auf Sie, auf Sie. Operation läuft. Gruppentransporter. Predator bereit. Unterwegs. BMT, wie ist der Plan? Wir müssen echt mal so ein bisschen zwischendurch aufpassen. Da schleicht immer wieder was durch. Predator. BMT erwartet Befehle. Und nicht nur ein bisschen was. Operation läuft. Predator bereit. Unterwegs. Toll. Damit euch mal da irgendwo. Gruppentransporter. Wo verstecken Sie sich? BMT Einsatz. Okay. Wir ganz sind noch auf dem Weg. Passt. Gebäude eingenommen. Neue Bauoptionen. Bonusziel erreicht. Mutantenplünderer. Geheimdienstdaten. Infanterie und Flugeinheiten. Einheiten in Sicht. Die können eine gute Kombination für meine Panzer sein. Leben in der gelben Zone. Ach komm, das lesen wir mal eben. Die gelben Zonen sind direkt und indirekt von der Tiberium-Kontamination betroffen. Der Klimawandel, das Abschmelzen der Gletscher, extreme Wetterlagen, die Ausbreitung der Tiberiumfelder und Jahrzehnte des Krieges haben in mehreren gelben Zonen zum Kollaps geführt. Viele Städte in den am stärksten getroffenen Gebieten werden von Warlords und kriminellen Organisationen kontrolliert. Oder sind in Anarchie versunken. Wenn sie nicht bereits von der düsteren Bruderschaft von dort versklavt wurden. In vielen gelben Zonen ist das Leben außerordentlich hart. Nicht selten vegetieren die Menschen in verfallenen Gebäuden ohne fließendes Wasser dahin. Wenn es überhaupt Strom gibt, dann nur für wenige Stunden. Lebensmittel sind Mangelware, Ärzte ebenfalls. Gelegentlich organisieren Menschenrechtsorganisationen aus den unberührten blauen Zonen Lebensmittellieferungen oder leisten vor Ort medizinische Hilfe. Allerdings ist diese Hilfe nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Tiberium gehört heute zu unserem Alltag. Tausende Menschen sterben jährlich an den Folgen mikroskopisch kleiner Kristallpartikel in unserer Atemluft. Tausende jährlich geht eigentlich, wenn man sich bedenkt, dass die ganze Welt mit Tiberium kontaminiert ist. Gut, okay, die blauen Zonen, ja, aber wie viel gelbe Zonen eigentlich sind? Könnte man eher schon meinen, dass es wahrscheinlich sogar Millionen sein sollten für normal. Oder zumindest Hunderttausende. Dies ist vor allem nach Ionenstürmen oder der Tiberium-Anreicherung in Wolken oder roten Zonen der Fall. Trotz der Dürre in vielen gelben Zonen begegnet die örtliche Bevölkerung Regenschauern daher mit sehr gemischten Gefühlen. Allerdings droht in den gelben Zonen nicht nur durch das Tiberium Gefahr. Wer dem Tiberium entkommt, fällt einem Verbrechen zum Opfer, gerät zwischen die Fronten zwei verfeindeter Warlords oder geht als Opfer des Krieges zwischen der GDI und der Bruderschaft von Nord in die Statistik ein. Unzureichende Mittel. Okay. Dann holen wir mal ein paar Teilchen ran. Commander? Und hier, schön ruhig bleiben hier. Wird gebaut. So, Tiberium, alles gut. Oh, das dauert wahrscheinlich, aber schnell abzubauen, kann das sein? Neue Bauoptionen. Oh, Flugeinheiten muss ich mir auch bereit machen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Aua. Wir haben Kontakt, Sir. Haltet durch. Unterwegs. Ja, die wollen es gerade echt immer noch wissen. Bau abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Wird gebaut. Ausbildung. Die Ionenkanone nähert sich dem Zielort jetzt über Sarajevo. Sind wir hier. Bitte machen Sie sich bereit für manuelle Steuerung. Die Ionenkanonensteuerung könnte mir natürlich auch sehr, sehr helfen, abgeschlossen. Die aktiv einzusetzen. Aber dafür muss ich erstmal die Störfeldgeneratoren ausschalten, oder? Dass sich das hinhaut irgendwie.
Warum habe ich jetzt hier oben die Flak platziert? Das ist doch total bescheuert. Hier oben kamen noch nicht mal Flugzeuge. Hat einen geosynchronen Orbit über Sarajevo eingenommen. Ich wollte da vorne eine bauen. Online. Kurz so ein Brain-Lag gehabt wieder. Empfange Nachricht. Bauen Sie ein Kontrollzentrum. Ja, das wissen wir. Kontrollzentrum für Ionenkanone bereit für Produktion. Das finde ich wunderschön. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Es kann losgehen. Operation läuft. Okay, wo kam eigentlich dieser... Ach so, weil ich den... die Flugabwehr verkauft habe. Das war natürlich alles geplant und gewollt so. So, Railgun Upgrade ist bald durch. Genau wie ich. Wir haben so viel gemeinsam. Ach du, ach du, ach du. Ui, 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 ui. Knappes Ding. Ah, endlich. Die großen Kanonen. Ausbildung. Firehawk angedockt und bereit. Erwarten Sie unzureichende Mittel. Gut, gut, gut. Ich glaube, das Problem ist wirklich dieses, das, was mir zu dem Patchbestand gesagt hat, dass wir nur halb so viel Tiberium reinbekommen, als normal der Fall ist. Weil ich glaube, auf die Weise hätten wir, ja gut, mit doppelt so vielen Ressourcen, ne, kann man auch doppelt so viel machen. Ah, die sind das. Können die eigentlich in die BMTs? Oh mein Gott, können sie? Unterwegs. Mach sie fertig. Nähern uns Ziel. Und ich meine, die sind ja auch unterwegs. Gut gegen Luftanhalten. Das könnte Kommander? Sich auszahlen. Auf Empfang. Gut, erstmal was anderes. Warten auf Einsatzbefehl. Hier, macht mal hier weg. Erwarten Befehl. Unterwegs. Feindliche Einheiten. Predator in Sicht. Kampfbereit. Infanterietrupp. Predator verstanden. Gruppen von vorne. Basis wird Feuer! Einheit erwarten Befehl. Befehle. Unterwegs. Okay, die Obelisken halten schon mal nicht mehr aus. Stetige Ziele. Unterwegs. Ha! Verlustfrei. Auf Empfang. BMT erwartet Befehle. Oh. Und BMT haben wir alle noch. Gut. BMT, wie ist der Plan? Commander? Predator. Erwarten Befehle. Panzerdivision. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau unterbrochen. Ausbildung. Ah, hier unten soll ich auch mal wieder was aufbauen. Predator bereit. Predator. Wir werden BMT, wie ist der Plan? Wir bleiben unvergessen. Predator bereit. Predator bereit. Wir werden kämpfen. Neuer Kurs bestätigt. Predator Crew bereit. So. BMT erwartet Befehl. Predator kampfbereit. Dann können wir gleich mal durchbrechen. Wisst ihr was? Dann wird hier nicht eine Verteidigungsstellung aufgebaut, dann wird hier jetzt angegriffen. Alles okay. Roger. Feindliche Stützen. Okay, da hat sie jetzt einmal komplett zerhackt, aber passt noch. BMT, wie ist der Plan? Wir haben die Abwehrstellungen des Kraters durchbrochen. Yay. Olle. Division ausrücken. Gruppentransporter. Feindliche Einheiten in Sicht. Erwarten Befehle. Es kann losgehen. Der Juggernaut ist ein schwerer Artillerie-Walker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Der kann ja mit da oben dann mal durchbrechen. Der Juggernaut hat die Fähigkeit, von Scharfschützenteams markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Panzer gebaut werden. Neues Bonusziel. Feindkontakt ist hinter uns. Feuer! Es kann losgehen. Zum Angriff! Nachladen bereit.
Haltet durch. Unterwegs. Angriff läuft. Unterwegs. Okay, wisst ihr was? Ich mach's jetzt so. Ich werde die Mutanten einfach so mit dazu schicken. Ganz ohne BMTs. Halt, Moment. Da war es schon ganz okay. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau unterbrochen. Aber hier bitte nur die. Schießt ihr mal? Sag mal, ich hab eigentlich einen Angriffsvorrückenbefehl gegeben, aber irgendwie. Vielleicht doch lieber BMTs. Ich hätte mehr Hoffnung an die Mutanten. Echt wenig Schaden. Die kommen halt wirklich mit einer Infanterie. Oh shit. Masse hier an. Panzerdivision ausrücken. Ziel bestätigt. Kein Kontakt. Vernichtet sie. Panzerdivision ausrücken. Jetzt hört mal auf, die zu bauen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Panzerdivision. Erstmal losgehen. Stealth-Einheit beachtet. Das ist ein Müssen wir schon mal da haben. So. Predator bereit. Sind bereit. Ziel bestätigt. Predator Crew bereit. Verstanden. Dringe in Kampf. So. Vorwärts. Gebiet ein. Panzerdivision ausrücken. Unterwegs. Ziel bestätigt. Predator kampfbereit. Panzerdivision ausrücken. Verstand. Predator bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Panzerdivision ausrücken. Bestätige Ziel. Viel Artillerie. Auf Sie. Angriff läuft. Einheit verloren. Stealth-Einheit geordnet. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, das läuft. Oh, ich habe mein BMT schon verloren. Das bringt, glaube ich, nichts. Die kommen halt reingespammt, einfach noch und nöcher. Ziel bestätigt. Kämpft sie nieder. Nachladen, Predator bereit. Kein Kontakt. Juggernaut bereit. BMT einsatzbereit. Auf Empfang. Verstanden. Im Leerlauf. Juggernaut. Es kann losgehen. Nieder mit Ihnen. Wir haben Kontakt, Sir. BMT, wie ist der Plan? Angriff läuft. Wir brauchen mehr Anti-Infanterie. Was haben Sie im Visier? Verstanden. Zurück zur BMT erwartet Befehle. Auf Sie! Auf Sie! BMT Einsatzbereit. Bringt es hinter uns. Haltet durch. Wir kommen. Sind bereit, kampfbereit. Im Leerlauf. Vorsicht, nicht so weit vor. Gruppentransporter. Zum Angriff. Holt ihr euch. Unterwegs. Commander. Ihr könnt beide zurück. Haltet durch. Erwarten Befehle. Angriff läuft. Die schwarze Hand ist halt so tanky, das ist übel. Oh, da ist schon der erste Avatar dabei. Panzerdivision. Zielgebiet bestätigt. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Feind anvisiert.
Verstanden. Ja, Sir. Auf zur Front. Na, dann wollte das Rick nicht mehr. Oh mein Gott. Predator bereit. Predator bereit. Auf Empfang. Unzureichende Mittel. Predator Panzerdivision. Panzerdivision ausrücken. Commander, nähern uns Ziel. Predator Crew bereit. So, weiter rein. Ich muss da jetzt mal Fortschritte machen, ansonsten wird das ein bisschen... Wir spielen auf normal, oder? Ich hab's schon nicht vergessen, hier umzuschalten. Man kann die schwarze Hand einfach... Hä? Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, man kann die nicht einfach überfahren. Ach du Scheiße. Zurück. Obwohl, jetzt kommen wir damit vor. Einmal durch. Ich hab doch der Nummer... Hab ich nicht Truppe 1 gesagt, die sollen... Einmal durchfahren, bitte. Herzlichen Dank. Wir sind durch den äußeren Mauerring durchgebrochen, Commander. Hören Sie zu, Sie langweilen mich, Commander. Wenn Sie es wagen sollten, diesen heiligsten aller Tempel anzugreifen, dann mache ich persönlich Jagd auf Sie. Ich erledige Sie wie einen räudigen Straßenköter. Einheit wird angegriffen. Ja, unsere Sir. Basis wird angegriffen. Wird repariert. Warnung. Tempel von Nord geortet. Erwarten Befehl. Ist das jetzt euer verdammter Ernst? Ja, wenn wir auf dem System das Blindpfeffer werden. Ja, so viel zu dem Plan. Jetzt trotzdem weiter durchzubrechen. Oh shit. Unzureichende Mittel. Auf Empfang. Verstanden. Feuerzone bestätigt. Unsere Basis ist Panzerdivision ausrücken. Panzer. Zeigen wir sie. Haben Sie im Visier. Warum kriegen wir eigentlich so langsam Geld rein? Was, die Bärin baut sich trotzdem langsam ab. Ich habe echt gedacht, dass ich das schon dahin bekomme, aber nicht wirklich. Oh nein. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut war, den Tempel von Nord getriggert zu haben. Sind bereit. Koordinaten. Feind anvisiert. Holy moly. Predator kampfbereit. Sind bereit. Es kann losgekommen. Erwartet Befehl am Anfang. Unsere Basis wird angegriffen. Ziel bestätigt. Erwartet Befehl. Unterwegs ist er bereit. BMT, wie ist der Plan? Predator kampfbereit. Predator Crew bereit. Mobile Artillerie. Commander, haltet durch. Okay. Auf Empfang. Es kann losgehen. Worauf warten wir? Erwarten wir Befehl. Wieder zurück rein. Wir müssen vielleicht jetzt irgendwie mal durchbrechen. Das wäre ganz cool. Und ja, den Ionenkanonen-Ablink. Ja, gebaut. Komm, machen wir mal. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Mammutpanzer bereit. Predator kampfbereit. Es kann losgehen. Unterwegs. Sind bereit. Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Ziel bestätigt. BMP erwartet Befehle. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Auf Empfang. Ziel bestätigt. Das soll ich ein... Ziel soll ich einnehmen, ne? Mit dem Kommando einen Avatar zerstören. Dorfeinheit geortet. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Feindliches Kommando entdeckt. Verstanden.
Panzerdivision ausrücken. Predator Crew bereit. Abgeschlossen. Panzertruppentransporter, Waffen klar machen. Nein, die Juggernaut-Unterstützung hier ist schon echt mega wichtig und gut. Wichtig, richtig. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Stealth-Einheit geortet. Einheiten angegriffen. Meine Befehle. Auf dem Weg. Feind anvisiert. Oh, ein bisschen Platz frei hier. Zerstört alles. Haben Sie ihn visiert? Predator kampfbereit. Okay. Jetzt ist hier hoffentlich frei genug. Auf Empfang. Feuerzone bestätigt. Dass wir hier rein können und ein bisschen Stress machen können. Vielleicht kriegen wir genug Energie zerstört, dass die Atomrakete da nicht sofort auf mich schießt. Die Mauer ist auch noch Deko, ne? Ich muss da trotzdem vorbeifahren. Das tickt trotzdem runter. Och komm, ey, ernsthaft jetzt. Bau unterbrochen, abgebrochen, Bau abgeschlossen, Ausbildung. Einsatzziel erreicht. Initialisiere Video ab. Ich darf instant schießen. Die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. Ziel B. Aha, ja, ich darf da nicht hin. Unsere Basis wird angegriffen. Predator Crew bereit. Sehen Sie es aus. Panzerdivision ausrücken. Es kann losgehen. Sind bereit. Unterwegs. Panzerdivision ausrücken. Angriff läuft. Feuer! Zeit antisiert. Ziel bestätigt. Verstanden. Ziel bestätigt. Panzerdivision ausrücken. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Der Pitbull hat es geschafft. Sehr gut. Ausbildung. Mammut. Einheit verlöst. Predator gegen ihre Codes. Verstanden. Ah, die Aurora-Rakete macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Predator Crew bereit. Einheit befördert. Ich habe Ihren Code. Sind bereit. Ziel bestätigt. Stealth-Einheit geortet. Panzerdivision ausrücken. Predator bereit. Die Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Angriff läuft. Feuerzone bestätigt. Feindliche Einheiten in Sicht. Panzerdivision. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ja, das Sibirien wird trotzdem weggebaut. Es war bloß einfach schneller. Okay. Auf Empfang. Gruppentransporter. Viele Artillerie. Predator Crew bereit. Einheit befördert. Verstanden. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Worauf warten wir? Auf Empfang. Einheit wird angegriffen. Nähere mich Ziel. Greifen an. Oh shit. Ziel bestätigt. Oh, wie viel Schaden machen denn diese? Ziel bestätigt. Feuer! Verstanden. Radiert sie aus. Nachladen! Einheit befördert. Angriff läuft. Greife an. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Nachladen. Darf ich jetzt hier reinschießen? Einer der feindlichen Störfeldgeneratoren wurde zerstört. Bleiben noch zwei. Einheit wird angegriffen. Zumindest so, komm, schießen wir mal rein und machen wir mal ein paar Kraftwerke kaputt. Hauptsache ich kann es mal ein bisschen auf Cooldown halten.
Angriff läuft. Einheit wird angegriffen. Ziel bestätigt. Ausbildung. Erwarten Befehle. Was jetzt? Ausbildung. Ich habe Ihre Codes. Eine Aurora-Rakete werde ich wohl fressen müssen. Das geht nicht anders. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich habe Ihre Codes. Auf Empfang. Deswegen verliere ich immer meine... Diese miesen... Boah. Wollt ihr das mal ankommen, bitte? Und wieder ein Ingenieur. Das gibt's einfach nicht, wie die Ingenieure ständig raussnipern. Ich habe Ihre Codes. Ohne Scheiß, den zweiten Störsender. Die Aurora-Bombe wird böse. Ausbildung. Ich krieg einfach den Ingenieur nicht, das ist einfach Wahnsinn. Sind bereit. Ziel bestätigt, ein Kampfgebiet unterwegs. BMP, wie ist der Plan, Order? Rein da jetzt. Angriff läuft. Predator Crew bereit. Einsatzbereit. Es kann losgehen. Wir kommen. Panzerdivision. Gegen wen geht's? Die gehören mir. Truppentransporter. Nachladen. Zurück reparieren. Ich krieg gleich eine fette Nuke auf den Kopf gekackt. Außer es ist eine Drohung. Erwarten Befehle. Panzerdivision. Rückzug, Rückzug! Es kann losgehen. Unterwegs. Ausbildung. Unzureichende. Nieder mit ihnen. Auf sie, Einheit. Commander. BMP einsatzbereit. Bringen wir es hinter uns. Natürlich das Ding mit dem Ingenieur wieder. Ich krieg den nicht durch, Alter. Ich krieg den einfach nicht durch. BMP einsatzbereit. BMP, wie ist der Plan? Predator, ich habe Ihre Predator kampfbereit. Stealth-Einheit geortet. Ja, ihr seht ja diese ganze Schlange, die. Aber wenigstens. Kommen die da unten nicht mehr? Ich habe jetzt quasi die gesamten Kräfte hier bei mir fokussiert. Das ist unglaublich einfach. Nachladen. BMP erwartet Befehle. Operation läuft. Haltet durch. Wir kommen. Unterwegs. Feuer! Bau abgeschlossen. Angriff läuft. Holt sie euch. Bereit für Angriff. Und zack, Ingenieur wieder weg. Ich will nicht wissen, wie viel Geld ich jetzt schon in die Ingenieure gesteckt habe die ganze Zeit. Ohne Scheiß, ich könnte jetzt echt mal einen Rig gebrauchen, so wie das hier abgeht. Wieder keine BMTs mehr. Aber ich habe das Technologiezentrum zerstört. Jetzt kommen, glaube ich, keine Avatare mehr. Kann das sein? Das ist schon mal gut. Die scheinen ja nicht nachzubauen. Alles, was ich zerstört, bleibt anscheinend zerstört. Ehrlich. Ich schott die einfach irgendwo rein. Ah, guck mal. Feindkontakt.
stimmt, da ist ja ein bisschen was dran. Darf ich dann? Nee, wir brauchen einfach nur hier wieder. Holen wir auch mal ein Kommando, komm. Alter, das. Der hat sich ja echt lang gehalten, der Derek. Nice. Wie die mich einfach mit Infanterie zukacken, ey. Ich brauche einfach wirklich, statt My Predators, brauche ich einfach noch wieder Scharfschützenteams in... Ja, ich glaube, Kommando in BMT wäre auch ganz nice. Ich komme. Los geht's. Mammut rückt vor. Oh mein Gott, wie schnell haben die Shadow-Teams den runtergebürstet. Okay, du gehst mal ganz schnell in BMT rein. BMT erwartet Befehle. Wie ist der Plan? Ausbildung. BMT einsatzbereit. Sind bereit. Ich komme gerade vor, als würde ich Cossacks spielen hier. Auf Empfang. Predator. Panzertransporter. BMT, BMT erwartet Befehle. Zwei Ziele wird natürlich schwierig zu erfüllen sein. BMT, wie ist der Plan? Sind bereit. Auf Empfang. Unterwegs. Commander. BMT, wie ist der Plan? Erwarten Befehle. Dringe in Kampfgebiet ein. Unterwegs. Auf Empfang. So, versuchen wir nochmal durchzubrechen. Geortet. Sind bereit. Erwarten Befehle. Ja, mit dem Kommando ist es viel, viel angenehmer. Panzerdivision ausrücken. Feindliche Einheiten. Unterwegs. Gruppentransporter. Genau deswegen muss auch der hier auch geschützt werden. Wichtig. Ziel bestätigt der Plan. BMT einsatzbereit. BMT erwartet Befehle. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Nachladen! Haltet durch. Ich muss das Flugfeld treffen. Ich muss unbedingt diese Bombe ausschalten. Verstanden. Es kann losgehen. Baukran kann auch weg. Unterwegs. Commander, Panzerdivision. Ausbildung. Predator. BMT, wie ist der Plan? Predator Crew bereit. Einheit Platz. Auf Empfang. Feindliche Einheiten in Sicht. Panzerdivision ausrücken. Unterwegs. Wir geben niemals auf, TDI. Fahrt zur Hölle. Feuer. Panzerdivision ausrücken. Stück für Stück durchspringen. Ja. Gut, die Tatsache, dass die Gegner keine Gebäude nachbauen, alle Verluste permanent sind vom Gegner, ist natürlich echt gut zu wissen. Aber. Ah, so wie es aussieht, Beförderungen bringen auch tatsächlich mehr Tankiness ein. Weil normalerweise unbeförderter ist One-Shot, bis ganz, ganz knapp überlebt. Aber so. So, dann machen wir mal die Fahrzeuge weg. Ziel bestätigt. Angriff läuft. Commander, Panzerdivision. Predator BMT, Kampfbereich. Wie ist der Plan? Raniert die Arme. BMT erwartet durch. Feindkontakt. Ausbildung. Gruppentransporter. Wir kommen. Commander. Gruppentransporter. Ich kümmere mich um alles. Wo ist unser nächstes Ziel? BMT einsatzbereit. BMT, wie ist der Plan? Scharfschützenteam bereit. Ausgeben. BMT einsatzbereit. Halt, stopp. Einfach nur das kaputt machen bitte und dann gehen wir wieder. BMT einsatzbereit. Panzerdivision ausrücken. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Da sind noch die ganzen Fahrzeugfabriken. Bitte loswerden, danke. Okay. Das sieht besser aus. Heiligst Blechler. Ah doch, da haben die noch mal ein Tech-Zentrum gehabt. Trotzdem haben die keine... Einheit alles bereit. Verstanden.
Trotzdem haben die keine Avatare mehr gebaut jetzt. BMT erwartet Befehle. Truppentransporter. Es kann losgehen. Commander? Unterwegs. Sind bereit. Gut. Panzerdivision ausrücken. Predator kampfbereit. Haltet durch. Feindliche Stützpunkt in Sicht. BMT erwartet Befehle. Nähern uns Ziel. BMT, wie ist der Plan? Commander? Hui. Commander? Gebäude eingenommen. BMT erwartet Befehle. Predator kampfbereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Gesundheitliche Folgen des Tiberium-Kontaktes. Was passiert, wenn man Tiberium ausgesetzt wird? Nichts Gutes. Kommen Sie in direkten Kontakt mit Tiberium, verschmilzt die grüne Materie innerhalb von 20 Sekunden mit Ihrer Haut. Der dabei auftretende Schmerz entspricht der Berührung einer heißen Bratpfanne oder dem Kontakt mit Säure. Werden Sie nicht umgehend behandelt, bricht die Infektion in vollem Umfang aus. Aufgrund der einsetzenden Kristallisierung nimmt das Körpergewebe zunächst einen grünlichen Farbton an, bevor durch die zunehmende Tiberium-Anreicherung im Körper sämtliche inneren Organe versagen. Atmen Sie das Kristall ein, lagert es sich in den Lungen ab. Da Ihr Lungengewebe infolge der Kontamination ebenfalls auskristallisiert, kann der eingeatmete Sauerstoff vom Körper nicht mehr aufgenommen werden. Die Todesursache bei der Form der Kontamination sind innere Blutungen. In einigen Fällen löst das Tiberium aus bislang unbekannten Gründen schwere Zellmutationen aus. Im Gegensatz zu einer Krebserkrankung scheinen die Mutationen allerdings einem Muster zu folgen und sind keineswegs tödlich. Die Mechanismen dieser Mutationen sind bis heute unklar. Truppentransporter. Unterwegs. Ich hab, was ich brauche. Zu wenig Energie. Gebäude eingebaut. Bonusziel erreicht. Wird gebaut. Die Gebäude brauchen Energie? Darf ich die wieder verkaufen? Kann ich die wieder zurückgeben, bitte? Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ich hätte auch meine Firewalks noch einsetzen können, ne? Um gewisse Sachen zu zerstören. Der zweite feindliche Störfeldgenerator wurde zerstört. Fehlt nur noch einer. Wir haben Kontakt, Sir. Angriff läuft. Unterwegs. Predator bereit. Es kann losgehen. Commander? Okay, der letzte. Ja. BMT, wie ist der Plan? Unterwegs. Predator bereit. Macht sie jetzt haben wir... Catalyst-Rakete. Ich darf da gar nicht großartig was an Spezialfähigkeiten reintun, ne? Tiberium-Saat. Tiberium-Wachstum beschleunigen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Predator bereit. Ziel wählen. Der repariert die ganze Zeit gegen. Da sitzt Ken höchstpersönlich mit dem Schraubenschlüssel drin gerade. Unzureichende Mittel. Ich glaube, das Beste wäre wohl tatsächlich, wird gebaut, eine weitere Landeplattform zu bauen. Einsatzbereit. Unterwegs. Predator. Bau abgeschlossen. So, und noch ein paar Firehawks, dass wir die Obelisken one-shotten können. Und dann können wir uns einen Weg bahnen, Stück für Stück. Erwarten Befehle. Radiert sie aus. Wie gut der Gegner retten kann, ey. Aber jetzt soll ich es langsam hinbekommen. Nice. Jetzt habe ich bei der Rakete gar nicht aufgepasst. Ja, das da unten hält noch gegen, tatsächlich. Vorsicht mit dem Zeug. Das da oben ist schwieriger. Aber da jetzt nichts mehr kommt, könnte ich eigentlich auch noch eine weitere Fabrik machen. Aber andererseits, warum es noch so dringend? Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit befördert. Okay, ganz ruhig.
Genau, die Flugabwehrgeschütze hier noch weg. Ich meine, da haben wir immer noch welche. Da müssen wir mit leben. Kann sein, dass wir einen oder anderen Verlust machen. Fünf Stück sollten reichen. Für den Obelisk. Habe verstanden. Firehawk angedockt und bereit. Roger. Ich hole aber schon mal neue, weil ich schon von Verlusten ausgehe. Grundsätzlich schon mal. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Unzureichende Mittel. Neuer Kurs bestätigt. Vollen Schub. Ich erledige das. Hui. Zwei, drei. Oh Gott, ich hab alle verloren. Oh. Autschi. Das war mal Heavy Hour. Ausbildung. Das waren Heavy Autschis. Oh. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal die ganzen Panzer, die wir noch haben, und stürmen da mal durch. Das sollte eigentlich gehen. Unterwegs. Ja, wir haben genug. Komm, das stürmen wir jetzt. Sind bereit. Ein Obelisk zerstört ist eine gute Vorarbeit, damit kann man arbeiten. Ich müsste eigentlich bloß das Ding hier zerstören. Ich müsste nicht mal die Obelisken kaputt machen. Predator. Truppentransporter. Tiberium. Unterwegs. Haltet durch. Sind bereit. Panzerdivision. Commander. Predator kampfbereit. Ziel bestätigt. So. Speichern. Das war trotzdem, also für normal war das echt knackig, muss ich sagen. Panzerdivision ausrücken. Wir sind durch den inneren Mauerring durchgebrochen, Commander. Okay, machen wir uns erst das hin. Ist das Ding groß? Der Prime Temple ist in Sicht, Commander. Danke, Soldat, aber wir sollten uns lieber wieder um den Tempel kümmern. Aha. Es wurden sämtliche Störfeldgeneratoren zerstört. Energiefeld deaktiviert. Initialisiere Video-Upload. Tja, Commander. Ich habe mich geirrt. Sie waren hervorragend bei der Einnahme des Tempels und Ihr Timing war bewundernswert. Nord war fast fertig mit dem Bau der Flüssig-Tiberium-Bombe. Aber die Materialien konnten wir in Sicherheit bringen. Berichte besagen, dass sich Kane und sein innerer Zirkel verbarrikadiert haben, und zwar in den Katakomben des Tempels, die für uns leider uneinnehmbar sind. Also müssen sie dieses Pack wohl aushungern. Sagen Sie mal, General, unser ASET-System ist doch wieder online, oder nicht? Wollen Sie etwa die Ionenkanone einsetzen? Nein, General, ich will es nicht nur. Ich befehle es sogar. Ihnen ist klar, dass wir über eine Anlage reden, in der Flüssig-Tiberium produziert wurde. Eine Ionenexplosion hätte verheerende Folgen für die Region. Sandra, Dr. Giraud in Brasilien. Er ist unser führender Tiberium-Experte. Hoffentlich kann er Ihnen das ausreden. General, das ist eine not-kontrollierte gelbe Zone. So verheerend die Folgen eines Ionenangriffs auch sein mögen, meine Sorge gilt nicht den Bewohnern dieser Region. Meine Sorge gilt allein unserem Volk, der GDI-Bevölkerung. Sie erwartet von uns die versprochene Rache für die Philadelphia. Meine Güte, Ihre politische Glaubwürdigkeit ist doch nicht in Frage gestellt. Entschuldigen Sie, General, aber Dr. Giraud wird vermisst. Anscheinend wurde er von Not entführt. Na, das war's dann wohl. Commander? Ich möchte, dass Sie die Sache beenden, und zwar für alle Zeiten. Empfange Nachricht. Das GDI-Oberkommando befiehlt den Einsatz der Ionenkanone gegen den Prime-Tempel. Na gut. Ich meine, was soll schon schief gehen? Ab geht's. Party hard. Tut mir leid, liebe Panzer. Ich glaube, ihr müsst es von ganz nah ansehen. Ihr habt erste Sitzreihe. Dabei wurden Kane und ein Teil seiner Mitstreiter wohl getötet. Außerdem führte die verheerende Explosion, durch die das Flüssig-Tiberium-Lager unter dem Tempel zerstört wurde, zu einem tödlichen Fallout und zur Kontamination des größten Teils von Osteuropa. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um einen Unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen Angriff Kanes. Die einzige Stellungnahme der GDI war bisher dieses Statement vom amtierenden Direktor Boyle. Der Verlust dieser unschuldigen Leben ist einfach unvorstellbar. Aber wir sehen auch etwas Gutes in dieser furchtbaren Tragödie. Es ist die Tatsache, dass Kanes Schreckensherrschaft jetzt zu Ende ist. Und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein.
Ja, habe ich schon mal gesagt, dass der neue Direktor ein kleines bisschen... ja, wunderbar. Es ist genau die Art von Vorgesetzter, die man unbedingt haben möchte, nicht wahr? Gut, ich meine, ja. Das ist halt so ein typischer Fall von, man lässt einen Politiker in militärische Entscheidungen rein. Also so jemand, der wirklich, dem es nur ums eigene politische Ansehen geht. Ja, das mit dem Kommando hat da nicht geklappt, ansonsten haben wir eigentlich alles geschafft, glaube ich. Oh ja, wahrscheinlich wegen dem Kommando. Hm. Ja gut. Oh, Akt 4. Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung 6 unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzen 39 außerirdische Raumschiffe über den roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. Commander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nod. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nod nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssig-Tiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen, auch einige gelbe Zonen, und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch. Aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Kersey zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München, in unserem Future-Tech-Labor, wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Hoi, hoi, hoi. Jetzt ging es ein bisschen ab, ne? Die Skrin sind angekommen und für uns geht's nach München. Aber um den ganzen Spaß dreht sich's dann bei der nächsten Mission. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ja, in München wieder. Bis dahin, bye bye.